Alljährlich finden in Eitorf an der Sieg die Eitorfer Kunsttage statt, die mittlerweile unter dem Synonym Kunstpunkte weit über die Grenzen des Rhein-Sieg-Kreises hinaus bekannt sind. In 2 Werkshallen, zahlreichen Ateliers, Galerien und Schaufenstern präsentierten Künstler aus allen Bereichen der bildenden Kunst vom 17. bis 19. Oktober ihre Werke. Wir beginnen unseren Rundgang in der Maschinenbauhalle Feld. Unter dem Motto Junge Kunst waren dort die Arbeiten von insgesamt 14 Kunstmalern zu sehen, deren Liebe hauptsächlich der klassischen und abstrakten Malerei gilt. Schaufenstern der Eitorfer Geschäfte waren die Werke zahlreicher Künstler zu sehen. Hier zwei Beispiele vom Marktplatz. Am Freitag, dem 17. Oktober, fand die Eröffnung der Kunstpunkte in der historischen Werkshalle der Firma Schöller statt. Unter dem Motto 100% Mixed Media zeigten 11 Masterstudenten und Absolventen der Alanus Hochschule Bonn-Alfter ihre Arbeiten: Installation, Bilder, Video, Foto und Performance. Dem persönlichen Engagement der Kulturreferentin der Stadt Eitorf, Frau Hannelore Schuck, ist es zu verdanken, dass die Kunstpunkte auch in diesem Jahr wieder zu einem großen Erfolg wurden und zahlreiche Besucher anlockten. Herr Bürgermeister Dr. Rüdiger Storch begrüßte die Gäste. Die Einführung in die Ausstellung hielten Lisa Briggs und Tobias Stutz. Auf dem Gelände der Firma Schöller befinden sich ebenso zahlreiche Ateliers, die an diesem Wochenende den Besuchern ihre Türen öffneten und jedem Kunstinteressierten Einblicke in ihre Arbeit gewährten.